Jo, moin Leute, der Dude hier und heute habe ich für euch ein ja, winziges, kleines Tutorial für den Arma 2 Game Launcher und zwar im Bereich DayZ diesmal. Viele Leute benutzen ja DayZ Commander oder es gibt ja 1001 verschiedene Wege, um DayZ zu starten und die ganzen Mods und manche haben immer Probleme. Wie installiere ich die Mods? Startparameter, wie ändere ich die ab, wo ändere ich die ab, bla bla blub. Ich möchte euch hier nur kurz mal zeigen, wie einfach das Ganze mit dem Arma 2 Game Launcher doch ist. Und zwar besucht ihr einfach die Seite armaholic.com. Den genauen Link zu dieser Seite gebe ich euch in der Videobeschreibung. Klickt einfach drauf. Landet ihr hier, ladet ihr euch hier diesen Arma 2 Game Launcher runter, entweder da oder da. Installiert das Ganze, startet ihn und so sieht der kleine, feine Launcher aus. Und zwar braucht ihr euch um die ganzen Tabs hier eigentlich fast gar nicht kümmern, außer Add-ons und Launch Options. Da braucht ihr eigentlich nicht viel anzuklicken, außer Run Beta, No Splash Screen, No Pause, Default World. Das lasst ihr einfach so eingestellt oder stellt es so ein, wie ich das hier habe. Hier kann man halt noch Performance einstellen, XP Compatibility Mode und Max Memory CPU Count. Sagen einige, ja, stellt das ein, und was für CPU-Kerne ihr habt. Ich habe mir sagen lassen, es bringt nicht wirklich was, lasst es einfach weg, also ich habe es immer so eingestellt. Hier unten tut ihr einfach die Pfade angeben zur Arma 2 Echse, zur Arma 2 Operation Arrowhead Echse und zur Arma 2 Operation Arrowhead Beta Echse. Hier unten stellt ihr dann von diesen drei Sachen, die ihr auswählen könnt, einfach Arma 2 UA ein. Und das Witzige ist, die Startparameter tut dieses Programm für euch schon einstellen. Ihr müsst da nichts friemeln, da den Startparameter rein, raus, bei Mods etc. braucht ihr euch nicht drum kümmern, ihr müsst dann einfach nur auf Start Game gehen. So, wie das mit den ganzen Mods funktioniert, und zwar sieht das Ganze, wenn ihr den Launcher installiert habt, so aus. Und dann habt ihr natürlich diese ganzen Mods, die ich jetzt schon rübergezogen habe, nicht. Und zwar läuft das folgendermaßen. Ihr habt jetzt eine neue Mod zur DayZ, die packt ihr einfach... Ja, das ist mein Pfad zum Operation Arrowhead-Verzeichnis. Packt ihr jetzt einfach hier rein, wie zum Beispiel Add Survive Z von früher noch oder DayZ Origins etc., was es so gibt. Also diesen Mod-Ordner einfach hier einfügen, den Arma 2 Launcher starten und dann hat er die neuesten Ordner, den ihr reingezogen habt, immer hier unten stehen. Den nehmt ihr einfach, also wir können das ja mal kurz testen, zum Beispiel DayZ Origins. Wo ist das hier? Lalalala. Remove. So, nehme ich hier DayZ Origins, wo habe ich es? Habe ich sie gar nicht mehr drin? Nehmen wir DayZ Plus. So, DayZ Plus nehme ich mir einfach von hier drüben. Gedrückt draufhalten, ich ziehe ihn mir rüber in Group 1. Zack, er ist drin. Fertig, das war's. Jetzt speichert er in dem Sinne alle Mods, die ihr jetzt installiert habt, hier drüben. Und ihr könnt jedes Mal, wenn ihr eine andere Mod spielen wollt, müsst ihr einfach nur die Haken reinsetzen, was ihr starten wollt. Und die Startparameter, wie man hier unten sieht, tut er jedes Mal von selbst hinzufügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur DayZ starten möchte, klicke ich einfach nur DayZ an, Start Game, fertig. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Mod starten möchte, wie zum Beispiel Taviana, wo alles schon mit bei ist, klicke ich nur Taviana an und starte damit. Startparameter müsst ihr euch keine Sorgen drum machen, macht ihr alles automatisch. Das war's eigentlich. Ich wollte eigentlich euch jetzt nur mal kurz zeigen, wie easy das eigentlich ist. Ich würde sagen, probiert es einfach aus. DayZ Commander an sich ist nicht schlecht, habe ich auch, aber was solche Mods-Installation-Sachen betrifft, nehme ich dann auf jeden Fall lieber den Game Launcher von Arma 2. Ist wesentlich einfacher. Gut, das war's auch schon von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde dann gucken, dass ich sie irgendwie beantworten kann. Bis dann. Tschüss.